Hallo zusammen und willkommen zu einer kleinen Zusammenfassung von der Gamescom 2013. Jedenfalls die ersten drei Tage, also Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Danach habe ich mich von dem Ganzen doch recht schnell verabschiedet. Aber ja, es wird primär privates Gelaber sein. Also wenn ihr daran kein Interesse habt, das hier ist kein richtiges News-Video, dann schaltet am besten gleich ab. Für die restlichen, ich weiß nicht, inwiefern es interessant sein könnte, aber ich plapper einfach mal los. Angefangen hat das Ganze am Mittwoch morgens um 7, recht früh aufgestanden mit meiner Frau zusammen aus dem Haus, dann nach Hamburg Hauptbahnhof. Das Lustige war, unterwegs war natürlich Schienenersatzverkehr, das heißt, ich musste 4 Bahnstationen oder was mit dem Bus fahren, total zusammengedrängt mit einer Tonne anderer Menschen, mit meinen Koffern und allem. Das war schon mal sehr schön. Dann auf dem Hauptbahnhof fuhr die Bahn vom falschen Gleis ab und war auch noch 5 bis 10 Minuten zu spät. Was natürlich immer für Irritierung sorgt. Dann fragt man sich, stehe ich doch am richtigen Gleis oder nicht? Oder muss ich woanders hinlaufen? Wo gucke ich, wenn ich woanders hinlaufen muss? Und ja, das war nicht schön. Dann war die Bahn endlich da und ich stand auch davor und war dann drin. Nur bin ich noch nicht so wirklich häufig Bahn gefahren, jedenfalls nicht in den letzten Jahren. Und da hat sich doch ein bisschen was geändert, was Platzreservierung angeht und komische Displays vor den Stühlen, wo drauf steht, wer wann wo einsteigt und wann was reserviert ist. Und ja, habe ich natürlich prompt nicht durchgestiegen, habe mich irgendwo hingesetzt, wo keiner saß. Und 2 Stationen später kam dann jemand an und sagte, ey, ich habe hier reserviert, du müsstest weitergehen. Also Koffer geschnappt, zur nächsten Stelle gelaufen, bis ich dann mich informiert habe, was genau was bedeutet. Aber da waren die ganzen guten Plätze schon weg. Das heißt, ich musste mich immer auf die Plätze setzen, wo dann 2, 3 Stationen später jemand dazusteigt und dann musste ich dann wieder wechseln. Also bin ich eigentlich nur noch hin und her gelaufen in der Zugfahrt. Das war nicht ganz so schön. Aber gut. Dann die ganze Fahrt über habe ich nur so ganz bisschen mein Handy benutzt. Mein Handy ist neu, aber es ist halt so ein modernes Smartphone. Und die verbrauchen ja doch recht viel Akku. Also bin ich dann in Bonn angekommen. Ging noch bis Bonn, ne? Ja, ging bis Bonn. Bin in Bonn angekommen, hatte kaum noch Akku. Das bisschen Akku, was ich damit noch hatte, habe ich dann benutzt, um verzweifelt auf der Karte, also im GPS-Dingens da, ja, das Hotel zu finden, bevor der Akku ausgeht. Und dann fiel mir auf, du könntest dich auch einfach irgendwo hinsetzen und das Akku aufladen. Wollte ich dann auch tun? Dann war das nächste Problem, das Akkuladekabel war nicht dabei. Was dann noch einen ganzen anderen Haufen Probleme mit sich brachte. Denn zum einen würde das Ding ausgehen und ich hätte keine Ahnung, wie der PIN von meinem neuen Handy war. Dann hätte ich keine Anrufmöglichkeit. Ich könnte also nicht meine Frau anrufen und fragen, hey du, wie ist denn eigentlich mein PIN? Weil halt kein Akku da ist, also keine Ladung mehr auf dem Handy. Und ich das ganze Ding gar nicht starten konnte wegen dem PIN. Nee. Das war schon mal nicht so schön. Und alles, was nicht dem Alltag entspricht und alles, was außergewöhnlich ist und so weiter, bringt mich recht schnell aus der Fassung. Also stand ich da mit 3 Koffern, einem Handy, das bald ausging, auf der Suche nach einem Hotel, mit der Voraussicht, dass ich das Handy die ganze restliche Fahrt über nicht benutzen konnte, weil natürlich kenne ich auch die Telefonnummer von meiner Frau nicht auswendig, die ist ja auf dem Handy gespeichert, wozu sollte man sie denn auswendig kennen? und das wäre nicht so schön gewesen, weil gerade am Mittwoch kommt man normalerweise ja noch nicht rein, sondern wenn man Fachbesucher ist, aber gerade für Mittwoch habe ich mir recht viel erhofft. Also ich wollte hinlaufen, wollte mich davor hinstellen und wollte dann rumtwittern und skypen und was weiß ich, bis ich jemanden an die Leitung bekomme, der mich reinholt. Weil es gab da 1, 2 Leute, die gesagt haben, ey du, wenn du da bist, sag Bescheid, dann kann ich dich reinholen. Nur ohne Handy geht das nicht. Also ja, Paniklevel ist gestiegen. Schlimmer als in jedem Let's Play, das ich je gemacht habe. Okay, Hotel gefunden, Hotel eingecheckt, prompt festgestellt, dass die kein öffentliches WLAN da haben, sondern fürs WLAN muss auch noch bezahlt werden. Das musste ich dann mit dem, also das Handy war ja immer noch tot zu dem Zeitpunkt, das wollte ich dann mit dem Laptop machen. Dachte ich mir, okay, beruhig dich, Gerugon, du hast immer noch deinen Laptop. Damit kannst du dann ja auch ins Internet gehen und dann skypst du einfach deine Frau an und dann kann die dir den PIN geben und dann musst du nur noch zu einem Mediamarkt laufen und so ein USB-Kabel holen. Okay, Problem. Nächstes Problem. Der Laptop ist doch etwas älter und schmiert alle Nase lang ab. Das kann man in so einer Situation echt nicht gebrauchen. Also habe ich es irgendwann gelassen. Ich habe den Laptop so, wie er da war,
stehen gelassen im Hotel, habe das Nötigste zusammengekramt und bin einfach losgelaufen. In der Hoffnung, dass ich halt schnell noch genug zum Mediamarkt oder Saturn oder etwas Ähnliches finde, da das Kabel kaufe, denn mit dem Kabel zur Messe fahre, da irgendwo mein Handy aufgeladen bekomme. Und zwar außerhalb, weil rein kann ich ja nicht, weil ich keine Karte habe. Ich habe hier erst eine Dauerkarte ab Donnerstag bis Sonntag. Und also das irgendwo aufgeladen bekommen, dann müsste ich vorher noch meine Frau erwischen. Da habe ich noch ein altes Handy gefunden in meiner Tasche. Das heißt, die konnte mir die PIN nur noch zuschicken. Ich hatte aber keinen Stift dabei. Also laufe ich durch die Stadt mit 3 Koffern in der Hand, einem Handy, das nicht geht, einem alten Handy, das zwar noch geht, aber wo der Akku auch bald alle ist, und einer PIN im Kopf, die ich mir immer wiederhole, damit ich sie bloß nicht vergesse, weil ich keinen Stift habe, um den PIN aufzuschreiben. Gut, von Bonn nach Köln gefahren, weil mein Hotel war in Bonn, weil in Köln war alles ausgebucht. Also eine Stunde nach Köln gefahren, dann zum Messegelände, dann da gefragt, ob man irgendwo... Nee, stimmt. Vorher war ich noch bei Saturn, war das, glaube ich. So ein Mini-Saturn. Bin ich rein, Kabel gekauft, dann zur Messe. Dann stand ich da, hab dann da gefragt, könnte ich hier irgendwo meinen Akku aufladen? Gibt's hier öffentliche Stromanschlüsse? Die hat mich angeguckt, als wenn ich vom Mars kommen würde. Hat dann in ihrem Büchlein geblättert und dann, dazu habe ich hier keine Frage stehen. Ja, das war sehr schön. Na egal, dann also konnte ich das Handy diesen Tag nicht gebrauchen, nicht benutzen, weil kein Strom und es war mir noch irgendwann egal, ich wollte einfach nur noch rein. Haken war jedoch, ich konnte halt niemanden erreichen, der mich reinholt, also habe ich es in der Kasse versucht, über so eine Wildcard. Und zum Glück hatten sie noch Wildcards. Also ja, nochmal Geld bezahlt, obwohl ich eigentlich schon eine Dauerkarte hatte, also 25 Euro nochmal extra auf die Rechnung für den ganzen Urlaub, der ja schon ziemlich teuer war. Nicht so schön, aber ich war wenigstens drin. Ja, und dann bin ich da rumgelaufen, hab mir alles angeguckt, es war auch schön leer. Also im Nachhinein war es schön leer. In dem Moment war es für mich schon ziemlich voll. Und auch gerade so Sachen anstellen wie bei Elder Scrolls Online oder so, hatte da zu dem Zeitpunkt auch schon 3 Stunden gedauert. Also die haben da so eine Schilder stehen. Wenn du hier noch stehst, 1 Stunde, wenn du da stehst, 3 Stunden und so weiter, wie halt bei Disneyland. Aber 3 Stunden anstehen, nachdem man den ganzen Tag mit Koffern durch die Stadt und Bahn und Bus und geeiert ist, dann hat man nicht wirklich Bock drauf. Also habe ich mir das ganze Gelände einfach nochmal angeguckt. Habe auch schon mit 1-2 Leuten gesprochen gehabt. Da konnte man die Leute noch einigermaßen ansprechen, weil die Musik nicht ganz so laut war. Hatte mir eine Early Access gesichert für so eine Art Browser-Spiel. Aber da werde ich kein Let's Play zu machen. Das fiel mir nämlich am Ende auf, dass es so ein Pay-to-Win-System war. Und sowas möchte ich absolut nicht unterstützen. Also ja, das Einzige, wo ich einigermaßen geschafft habe, mit jemandem zu sprechen, waren Sachen, die mich nicht wirklich interessiert haben im Nachhinein. Das war ein bisschen schade. Und bei den großen Ständen konnte man es gar nicht erst versuchen. Also ich hatte versucht, bei X-Rebirth mit denen zu sprechen, aber die haben da eine recht interessante Politik, was Betas und Alphas und so angeht. Bei Witcher 3 wollte ich versuchen, irgendwie reinzukommen. Dann wurde mir gesagt, ja, dann geh doch zu den Marketingleuten. Gefragt, wo sind die Marketingleute? Die sind alle in der Business Area. In die Business Area kommt man aber nur rein mit einem richtigen Fachbesucherschein und nicht mit der Wildcard. Und das hat sie dann fast überall hin weitergezogen. Also bei jedem Spiel, wo ich angefragt habe, was ungefähr in meinen Kanal passen könnte, wurde ich immer auf die Business Area verwiesen. Und da komme ich halt einfach noch nicht rein, weil ich kein Gewerbe angemeldet habe. Jedenfalls noch nicht. War ja eigentlich schon mal geplant, aber ich habe es nie so wirklich gebraucht. Und das bringt eigentlich fast nur Nachteile. Die einzigen Vorteile, die man hat, ist gerade auf einer Messe, da kommt man dann rein. Also ja, nächstes Mal, wenn ich zur Gamescom fahren sollte, wenn, dann überhaupt nur Mittwochs und Donnerstags, dann auf jeden Fall vorher ein Gewerbe anmelden, sonst macht das absolut keinen Sinn. Aber ja, dann bin ich das ganze Gelände einmal abgetappert, was ganz schön auf die Füße und so weiter ging. War auch interessant, habe auch Becher mitgenommen und Promocodes für mein Helferlein und was weiß ich. Und dachte dann am nächsten Tag, okay, heute war ja Fachbesuchertag, morgen wird es bestimmt ein bisschen mehr. Nur nochmal zur Verdeutlichung. Ich kam da an, habe meine Wildcard gekauft und bin dann durch so ein Gittersystem durch, wo dann so ein Lesegerät war. Ich musste nicht warten. Ich dachte, okay, morgen wird es ein bisschen mehr, dann kann es vielleicht zu kleinen Staus kommen. Aber da ja überall diese Gitter sind und überall so ein Kartelesegerät und keine Menschen, die kontrollieren, Menschen halten ja meistens Sachen auf, weil dann irgendwas nicht verstanden wird oder was auch immer.
Also das ist ein Lesegerät, da müsste doch einfach jeder durchflutschen können. Ja, also Donnerstag war ich dann, also den Tag drauf, bin ich dann wieder hin. Inzwischen hatte ich auch wieder ein funktionierendes Handy, ich hatte auch Guthaben mir kaufen können und so weiter. Aber es waren doch ein paar mehr Menschen, als ich dachte. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich habe mich noch nie so wie ein Herdentier gefühlt wie da. Und wir wurden auch so behandelt. Also wurden dahin gelotst durch irgendwelche Gatter durch und abgefahren. Absolut abgefahren. Also allein draußen schon riesige Schlangen, die sich x-mal um sich selber kringeln, um möglichst lang zu werden. Und das allein nur, um sich anzustellen für Altersbändchen, um Spiele zu spielen. Das war der nächste Haken. Ich komme da an, ich habe keine Ahnung gehabt. Also ich habe mich ein bisschen informiert, aber ich wusste nicht, wo muss ich mich hinstellen, was genau brauche ich jetzt und so weiter. Ich habe nur gehört, du brauchst ein Altersbändchen, damit du ausweisen kannst, wie alt du bist, wozu auch immer dann Perso da sein soll. Und dann musst du halt noch rein. Und eventuell musst du noch so eine Plastikkarte bekommen. Ich hatte nur so einen Ausdruck gehabt, weil ich halt im Internet alles vorbestellt hatte. Also dachte ich mir, okay, holst du erstmal das Altersbändchen. Dann habe ich gesehen, wie lange die Schlangen beim Altersbändchen sind. Dann dachte ich mir, ach nö, versuch doch erstmal reinzukommen. Drin gibt es bestimmt auch noch welche. Reinkommen war dann das nächste Problem. Die Schlangen da, es war keine Schlange mehr. Also sie haben dann so einen extra schnellen Eingang bei Halle 11 gemacht, wo jeder, der vorbestellt hat, sofort reinkommt und so weiter. Da standen so viele Menschen und es wurden immer so etappenweise welche reingelassen. Aber das waren so dermaßen viele Menschen, dass es trotzdem eine gefühlte Stunde gedauert hat. Okay, muss man unterscheiden. Es hat gedauert 20 Minuten, bis wir reingekommen sind. Und dann gab es drin nochmal Schlangen. Also alles so schön etappenweise. Also draußen stehen, dann davor stehen, dann drinnen stehen und dann, wenn man Spiele spielen will, vor den Spielen nochmal stehen. Also eigentlich ist das nur warten. Das ist nicht so wirklich toll. Außer man macht es halt so, wie ich es gemacht habe. Ich bin fast nur rumgelaufen, habe mir die Sachen angeguckt, wirklich selber gespielt habe ich fast gar nichts. Also zum einen, weil mich da fast nichts interessiert hat. Und zum anderen, weil selbst wenn mich was interessiert hat, dann hat es mich nicht so sehr interessiert, dass es 3 Stunden meiner Zeit wert gewesen wäre. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt bestimmt im Hintergrund gerade ein paar Fotos eingeblendet, wie viele Menschen das waren. Das ist absoluter Hammer. Und jetzt stellt euch mal vor, so viele Menschen auf noch engerem Raum, also drinnen in den Hallen selber, vor den richtig großen Ständen, noch enger gedrängt. Dazu dann richtig, richtig laute Musik. Ich blende hier mal so eine Textdatei ein, die da, Quatsch, so ein Plakat ein, das da ausgehangen wurde. Richtig, richtig laute Musik. So laut, dass sie gesetzlich aufgefordert sind, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihr Gehör permanent schädigen können, wenn sie da lange stehen. Dazu noch jede Menge blitzende, bunte Lichter und halbnackte Frauen und Gegröhle und was weiß ich. Ich kam mir da vor wie auf dem Dom. Das war echt da. Ich weiß nicht. Ich habe da vielleicht ein bisschen andere Ansichten, wie man ein Spiel verkauft. Aber ich habe auch eine ganz andere Zielgruppe im Blick. Denen geht es echt nur ums absolute Mainstream. Und Mainstream heißt halt, möglichst auffallend sein, möglichst viele Leute erreichen mit allen Mitteln. Und wenn die Mittel sind, irgendwelche Caps und T-Shirts und Becher und was weiß ich, in riesige Massen reinzuschmeißen oder auf einer Bühne sich zum Hampelmann zu machen, ja, also ich habe mich da sehr unwohl gefühlt und wusste gar nicht, was ich da sollte. Ich habe dann halt versucht, die kleineren Stände zu suchen. Also gerade sowas wie Data Leak wollte ich hin. Ich wollte gucken, ob ich die Jungs von Grimrock finde. So eine Sache halt. Aber wenn solche Stände vorhanden waren, dann halt auch wieder nur im Businessbereich. Was irre nervig ist. Weil gerade die Sachen, die ich da machen wollte, ich war ja primär zum Arbeiten da und nicht, um irgendwie Spaß zu haben. Diesen Spaß habe ich zu Hause, wenn ich vor dem Computer sitze oder ein Buch lese. Spaß habe ich nicht, wenn ich unter zigtausend Menschen eingepfercht bin, 6,30 € für eine Pommes ausgeben muss mit Currywurst und durchgehend von irgendwelchen Leuten beschallt werde und angeschnauzt und Tüten in die Hand gedrückt und was weiß ich. Ja, also arbeiten war da nicht so wirklich toll. Das Einzige, was für mich wirklich toll war an der Gamescom, war die Retro-Ecke. Also ja, naheliegend, Gerogon, Retro-Let's Play und so weiter. Ne? Davon mal ganz ab, dass es mir liegt, vom Metier her. Es war auch wesentlich entspannter da. Es war nicht so ein Riesen-Chaos da. Die meisten Leute wussten sich zu benehmen. Und ja, das war der Hauptgrund. Es war ruhiger. Und für mich auch wesentlich interessanter.
Also jetzt kommen bestimmt ganz viele Bilder von den ganzen Computern, die da standen. Es gab einmal die Computer, die alten, es gab richtig alte Konsolen, es gab dieses Pac-Man-Brettspiel. Man konnte sich da hinsetzen, gemütlich hinsetzen in so einen Sandsäcken und konnte einfach rumdaddeln. Man konnte sich die ganzen alten Spiele angucken, die in Trophäe in solchen, wie heißt das, Vitrinen? Genau, Vitrinen ausgestellt waren. Also die ganzen Spiele, die man selber teilweise noch zu Hause rumliegen hat, irgendwelche alte Gameboy-Spiele und Super Nintendo und was weiß ich. Dann gab es noch jeden Tag um 12 so ein Retro-Quiz, das fand ich auch ganz lustig, auch wenn es ganz schön hart war. Und einmal habe ich mich da auch auf die Bühne getraut. Also es war jeden Tag um 12 für eine halbe Stunde und zwei Leute haben die Chance bekommen, auf die Bühne zu gehen. Und ich war am ersten Tag da und habe dann gleich gesagt, ja, hier, ich. Ich hatte ja auch nebenbei noch mein Hemd dabei, also an, wo hinten mein Logo drauf war. Also Schleichwerbung und so ist da immer ganz schön. Dachte ich mir, stelle ich einfach mal auf die Bühne. Es war ein ganz schön mulmiges Gefühl auf der Bühne. Und die Bühne war gar nicht mal so groß. Das war ein ganz schön kleines Ding. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein Bild dazu einblenden. Es war nicht wirklich groß, nicht wirklich hoch, gar nichts. Aber die 30, 40, 50 Mann, die einen da anstarren, das ist schon ein komisches Gefühl. Muss man sich auch damit auseinandersetzen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich erstmal auf so eine kleine Bühne gegangen bin und nicht irgendwas Größeres versucht habe zu machen. Wobei, bei den größeren kann man es echt knicken. Da ist nicht wirklich viel mit Interaktivität. Also man kann da hochgehen und sich zum Affen machen, aber das will ich ja nicht. Ich will ja für meine Sache einstehen und sein, wer ich bin und nicht irgendein Clown, der, ne, massenbelustigt. Aber ja, das Quiz war lustig, sehr hart. So Sachen wie, wo ist der und der Typ geboren? Wer war der Entwickler von dem und dem und wer hat am meisten Sachen verkauft und was weiß ich. Bei den meisten Sachen muss ich raten. Mein Mitstreiter da übrigens auch. Das war sehr lustig. Vor allem, wenn wir dann beide geraten haben und beide lagen falsch. Und das dann so dreimal in einer Reihenfolge. Das ist, ja, für die Zuschauer war es sehr lustig. Wir wurden immer roter und roter. Aber gut, gewonnen habe ich am Ende. So ein Joystick mit USB-Anschluss. Also so ein uralt Ding. Ihr kennt doch diese schwarz-roten Teile da. Blende ich jetzt mal ein. So ein Ding habe ich gewonnen und dann noch eine Zeitschrift. Oh ja, war ganz nett auf jeden Fall. Sonst. Ja. Also wirklich viel gebracht hat mir die Gamescom nicht. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben, beziehungsweise Leute, die ich kenne, haben sehr viel Geld ausgegeben, dass sie dahin kann. Und es ist ein wenig schade. Ich hätte mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe es mir. Also ist klar, es gehört zur Branche dazu, dass es laut und bunt und was weiß ich ist. Aber ich dachte, das wären nur die Mainstream-Leute. Ich dachte, es gibt da auch Bereiche, ganze Hallen vielleicht, wo die ganzen Indie-Leute sind. Wo das Ganze ein bisschen ruhiger ist, wo man sich unterhalten kann mit denen, wo innovative neue Spiele vorgestellt werden. Und wo nicht 50.000 Mann grölen vor einer Bühne stehen, wo irgendein Tunnelshooter gefeiert wird. Und alle denken, der wäre voll toll. Ja, aber war leider nicht so. Es gab wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige kleine Stände. Und das ist ein bisschen schade. Aber ja. Ich habe ein paar von euch kennengelernt. Ich habe ein paar Leute aus dem Forum getroffen, aus dem Online-Spiel, das ich spiele. Also, wo im Online habe ich welche getroffen. Ich wurde auch von Leuten angesprochen, die gar nicht wussten, dass ich da bin. Die hatten einfach nur mein Logo gesehen, haben gesagt: Hey, bist du Gerogon? Denn ja, bin ich. Und das war schon sehr cool. Also, einfach so erkannt zu werden, das war schon sehr cool. Aber allgemein, ich hätte nicht bis Sonntag buchen sollen. Also, eigentlich war mein Plan, ich bleibe von Mittwochmittag bis Sonntagabend da. Aber ich habe gemerkt, am Donnerstagabend schon, für mich gibt es hier nichts mehr zu tun. Ich bin einmal rumgelaufen, habe mir alle Stände angeguckt und es waren ziemlich viele Stände. Für soziale Aktionen bin ich nicht hier. Also irgendwie mit anderen Let's Playern treffen oder einen saufen gehen oder tanzen oder was weiß ich. Das ist nicht mehr meine Welt. Ich will nur meine Ruhe haben. Also ja, ich bin dann Freitag doch noch da geblieben. Primär, weil noch ein, zwei Leute mich treffen wollten. Es war auch ganz nett, aber danach habe ich dann echt die Sachen gepackt und bin nach Hause gefahren. Das waren dann zwar 3 Übernachtungen im Hotel, die ich umsonst bezahlt habe, aber sehr besser als Zeit zu verschwenden. Das ist für mich immer ein sehr wichtiger Punkt. Zeit ist wichtig. Also, wenn es nochmal dahin gehen sollte, dann echt nur im Gewerbeschein und echt nur für ein, zwei Tage. Sonst ist das Wayne. Ich finde das echt schade. Also, dass die großen Unternehmen, die großen Publisher immer noch daran festhalten, an diesen alten Methoden. Also, es kommt mir so vor, kann natürlich sehr subjektiv sein, aber es kommt mir so vor, als wenn in den letzten Jahren immer mehr Gamer auf den Trichter kommen: Hey, wir werden von den Leuten verarscht. Mit
In-Game-Shops mit diesen Steam-Verschnitten, also Uplay und Origin und was weiß ich, mit tierisch teuren Spielen, die innerhalb von 4 Stunden durchgespielt sind, mit lauter solchen Sachen. Dass die Gamer merken, hey, wir werden abgezockt. Und deswegen nach und nach ist die Indie-Branche immer mehr steigt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die großen Publisher auch langsam auf den Trichter kommen sollten, hey, wir müssen uns dementsprechend anpassen. Aber das habe ich nicht gesehen auf der Gamescom. Die haben ganz normal ihr altes Thema weitergefahren. Das ist, ich weiß nicht. Entweder führt das jetzt dazu, dass gegen angearbeitet wird an die Indie-Szene, dass sie versuchen halt mit ihren alten Methoden das einfach zu ersticken, mit der bloßen Masse an Sachen, die sie produzieren können, weil sie halt mehr Geld haben. Entweder das, oder sie werden nach und nach weiter ihr Geld da reinstecken und irgendwann pleite gehen. Was ja auch nicht unbedingt schlimm wäre. Weil dann können halt andere ihren Platz einnehmen, die vielleicht nicht ganz so, naja, geldgeil ist ein unpassendes Wort. Wenn man in der Wirtschaft tätig ist, muss man auch an Geld denken. Man muss daran denken, Profit zu machen, man muss daran denken, genug Geld zu machen, um zu expandieren und so weiter und so weiter. Aber dabei über Leichen gehen und seine Kundschaft zu verarschen und all sowas, das finde ich halt nicht schön. Ja. Aber gut, ich werde schon wieder zu politisch, ich merke das. Ich hoffe, euch hat der Einblick soweit gefallen. Für mich war es eine recht interessante Reise. Gerade auch einfach mal wieder in eine andere Großstadt zu gehen. Weil ich bin halt Norderstedt gewöhnt. Das ist ein kleinen Ticken nördlich von Hamburg. Also eigentlich direkt dran. Und Hamburg selber ist auch nicht so großstadtartig, finde ich. Also ja, es sind viele Menschen. Aber es ist alles ziemlich sauber. Selbst auf dem Kiez ist es sauberer als in Bonn irgendwo. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen verstörend. Also ja, Kiez, Partymeile, Nutten, alles, was es gibt, gibt es auf dem Kiez. Und dementsprechend decke ich es da meistens auch. Aber in Bonn bin ich aus dem Hotel gegangen, habe sowas gesehen. Das war eine Altstadt. Und auch überall anders war das so. Es ist komisch gewesen, sehr komisch. Und Bahnen, die auf der Straße fahren, auch sehr komisch. Und ja, andere Städte haben das auch, aber ich finde das ein tierisch verstörendes System. Denn zum einen ist der Sinn einer Bahn, schneller voranzukommen als mit dem Straßenverkehr. Und wenn die Bahn Teil des Straßenverkehrs ist, dann ist das sinnlos. Dann kann man auch Bus fahren. Weil ich habe das jetzt mehrmals erlebt, Foto kommt jetzt, dass Bahnen einfach dann da standen und nicht weiterkamen, weil irgendein Auto im Weg stand. Auf der Straße, also geparkt, weil die Straßen noch alle ziemlich eng da sind oder halt verwinkelt und so weiter. Und ja, dann sitzt man in der Bahn, hofft, man kommt jetzt schnell an, weil man normalerweise mit Bahnen auch rechnen kann. Man weiß, ich bin in der Station, die Bahn fährt immer 40 Minuten bis zur Station, ich bin in 40 Minuten da. Damit rechnet man weiter. Das kann man da nicht machen. Da ist alles ganz schön chaotisch. Ja. Und selbst die Graffitis haben mir hier in Hamburg besser gefallen als da. Ich weiß auch nicht. Es war alles sehr komisch und sehr hektisch und ja. Na gut. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich hoffe, euch hat das irgendwie gefallen und war interessant. Ansonsten guckt einfach meine Folgen weiter und ignoriert das News-Video hier. Also bis demnächst.